Solches nicht, wir hören noch des nächsten Seufzer an. Er klopft an unser Herz, doch wird's nicht aufgetan. Wir sehen zwar sein Hände ringen, sein Auge, das von Tränen fleucht, doch lässt das Herz sich nicht zur Liebe zwingen. Der Priester und Levit, der hier zur Seite tritt, sind ja ein Bild liebloser Christen. Sie tun
als wenn sie nichts von fremdem Elend wüssten. Sie gießen weder Öl noch Wein ins nächsten Funden ein. Schmelze doch du deinen Liebesstrahl des kalten Herzens Strahl.